Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Face Noir. Und wir sind in dem Polizeipräsidium und wollen ins Archiv mehr oder weniger einbrechen. Wir haben dafür letztes Mal bei Veronica, nee, wie heißt sie doch? Veronica, ich bin mir gar nicht mehr so sicher, diese Lochkarte hier, diese Stempelkarte ausgeliehen. Geholt, ausgeliehen, ja, mehr gestohlen als geliehen, aber wir haben sie bei einer Schublade versteckt. Aber natürlich war die abgesichert, wir haben aber natürlich das Schloss und das Rätsel gelöst, wie sie gesichert war. Und jetzt haben wir diese Karte hier. Diese Karte gewährt mir Zugang zum Polizeiarchiv. Hoffentlich regt sich Victoria nicht allzu sehr auf, dass ich sie mir geliehen habe. Ah, das wird die doch nie erfahren, die ist doch schließlich gar nicht hier. Wir legen die dann einfach wieder zurück und dann, ach, das fällt da gar nicht auf. Jetzt habe ich sie weggepackt, das war aber gar nicht so günstig, weil ich muss sie mit dem Kartenlesegerät verbinden. Dann nehme ich sie mir nochmal und benutzen und einmal hier durchziehen. Wie war das noch? Sesam, öffne dich. Ist ja richtig groß. Ich habe gedacht, das wäre nur so ein kleines Abstellkämmerchen. Aber hier richtig mit. Boah, schickes Foto. Muss ich mir mal gleich mal angucken. Aber vorher gucke ich noch, ob hier irgendwas vor der Tür was ist. Hier ist hier hinten irgendwie... Da ist ja gar kein Mensch hier drin. Das kommt mir aber auch sehr merkwürdig vor. Feuerlöscher wie eh und je. Ein Feuerlöscher. Nimmst du den jetzt mit? Was soll ich mit einem Feuerlöscher in meinem Mantel? Damit kann man ganz, ganz tolle Dinge machen, glaub mir. Hier, wer ist denn das hier? New Yorker Polizei. Uns kann man vertrauen. Ich traute der Polizei nicht mal, als ich noch Beamter war. Wie soll das jetzt als Mordverdächtiger aussehen? Ja. Ich glaube, ich komme auch ohne zurecht. Immer mal alles versuchen mitzunehmen. Wer weiß, vielleicht haben wir ja doch mal irgendwann Glück und er hat ein Einsehen mit uns und nimmt irgendwas mit. Ich guck mal hier, weil hier hinten werden wir das wahrscheinlich nicht einfach finden, wenn wir uns da reinstürzen in das Getümmel. Ach, das sind Fenster, deshalb da, oder? Warum schimmert das da so eben? Das Licht ging so an. Wahrscheinlich fährt ein Auto vorbei. Oder mehrere, ich weiß nicht. Gucken wir mal hier, jetzt hier. Das ist ja sowas wie die Information oder so. Als ich noch Polizist war, war das Sams Stelle. Er leitete das Archiv. Er wusste immer genau, wo sich welche Akte befand. Du nanntest ihm einfach einen Namen und er wusste, in welchem Regal und auf welchem Brett du fündig würdest. Er war ein guter Knabe. Ein guter Knabe, dessen Job es war, Berichte über Mord und Totschlag einzuordnen. Ach stimmt ja, der Polizist oben hat ja, oder er hat gesagt, weiß nicht, dass da hier unten mal einer gearbeitet hat und seit der in Rente geschickt wurde, kommt hier dieses Kartenlesegerät draußen zum Einsatz und deshalb ist da unten gar keiner mehr und zum Glück ist hier auch kein anderer Polizist, der gerade mal reingegangen ist und hier irgendwas sucht, weil das würde wahrscheinlich auffallen, weil die wissen ja wahrscheinlich alle, dass wir gar kein Polizist mehr sind. Ich guck mal, ob ich hier irgendwas machen kann. Vielleicht kann ich ja die Nummer oder was raussuchen. Ich sehe hier nichts Interessantes. Aber das war wohl ein Fehlschlag von mir. Ich guck mal, was denn? Ich guck mal hier weiter. Hier steht da auch irgendwie so ein Gerät oder sowas. Interessant. Wenn man den Namen der Person, die man sucht, hier eingibt, kriegt man die Nummer seiner Akte. Ich frage mich, was der alte Sam wohl denken würde, wenn er wüsste, dass er durch dieses Gerät hier ersetzt wurde. Was mich so ein bisschen wundert, ist, ich meine, wir sind gerade in den 30er Jahren. War das damals schon so modern? Also, dass man hier einfach Namen eingibt und dann sagt einem, wo die Akte steht, das finde ich ja schon mehr als modernmäßigkeit schon fortgeschritten. Die Technik ist schon fortgeschritten, das wollte ich sagen. Ich guck mal, hier kann ich noch... Interessant. Das habe ich ja gerade. Ich frage mich, kann ich das jetzt einfach mal benutzen? Sean McLean, Tommaso Venanzi und Samuel Cutter. Richtig, die müssen wir suchen und jetzt muss ich hier eintippen. Natürlich... Hat es hier nicht einfach Schreibmaschinen-Tastatur-mäßig die normale Standardausführung, sondern die hat von A bis Z geordnet. Das ist ja sehr löblich, damit man auch den Buchstaben schnell findet. Wo ich das, glaube ich, schneller finden würde, wenn ich es einfach eingeben würde per Dings. Was ist denn das hier? Warum? Police, Profil, Searcher, Name, Nachname. Aha. Was bedeutet das? Ach, das hier oben gibt dann aus, wo er ist. Und da muss ich den Namen eingeben. So, Mama, fangen wir einfach mit Sean McLean. Oder McLean an. Das dauert jetzt einen Moment. Ich muss einfach mal nur tippen. Das ist ja jetzt keine große Kunst. Sean. Ach so, der Nachname. Ja, genau. Der Nachname, dann muss ich das da rumschieben.
Es war modern, aber trotzdem schon noch altertümlich, ne? Aber trotzdem irgendwie cool. Mac? Ja. Ups, wo ist denn das N? Da oben. Und suchen. Es gibt keine Akte über Sean. Die wurde vielleicht noch nicht abgelegt. Das war ja so klar. Dann zoomen wir mal über den anderen. Warte mal, kann ich hier löschen? Ja. Tommaso Venazzi. So, das ist jetzt einfach T. Oh, ich gehe immer wieder oben hin. M-M-A-S-O und... Ach, das ist der Nachname. Scheiße. Mist. Idiot. T? O? Jetzt müsste ich nochmal wissen, dass das O da unten ist. A-S-O, Tommaso. Und jetzt Venazzi. So, V-E-N-A-N-Z-I. Ja, suchen. Keine Akte für diesen Namen. Die wollen mich doch verscheißern, oder was? Hätte ich bloß unten angefangen. Samuel. Ach, ich... Warum springt er das nicht um? Samuel, komm schon. Samuel L. Jackson. Den wird's nicht geben, aber vielleicht Cutter. C. U. E. R. Du bist die letzte Hoffnung, die ich habe. Samuel Cutters Akte ist die Nummer 6120057. Sollte ich mir merken können. Ja, solltest du dir auch, weil ich merk's mir jetzt nicht. Wenn nicht, muss ich den Namen auch mal eingeben. Scheiße, wo war das? 612? Hier. Die ganzen Akten über Verhaftungen verschiedener Dezernate befinden sich hier. Jede hat eine siebenstellige Nummer. Ohne die findet man unmöglich die Information, nach der man sucht. Ja, die Information ist in diesem Regal. Es war 612, wenn ich mich nicht irre. Ohne die Identifikationsnummer der Akte, die ich brauche, finde ich hier nichts. Will ich mich verscheißern? Ich guck nur mal kurz nach, Moment. Ich kann mich irren, aber ich glaube, ich irre mich nicht, oder? Nein, er ist wieder weg. Warte, ich mach das nochmal ganz schnell. Jetzt weiß ich, wie es geht. Samuel? Schön, dass es jetzt automatisch wieder auf Vornamen umgesprungen ist, während ich einfach weggegangen bin. Samuel? Jetzt machen wir nochmal, jetzt merke ich es mir aber auch. Das war zu... Aua! Nein! Nein! Hätte ich... Oder wäre der Unterstrich? Ne, ist ein Punkt. Okay, ich mach's nochmal. Entschuldigung. Samuel? Hat hoffentlich keine Samuel. Samuel. Cutter? Wo ist das C? Ach nein, jetzt kann ich nicht. Nein. Ah. Scheiße. Dann mache ich jetzt eben erst Nachnamen. Dann Vornamen. So, Cutter. Ich bin aber auch heute wieder der schlauste einer. So, Samuel. U-E-L. Samuel Cutters Akte ist die Nummer 6120057. Sollte ich mir merken können. 612? 0057. 612, ist doch richtig. Muss ich die Zahl angucken? Warte. Die ganzen Akten über Verhaftungen verschiedener Dezernate. Jede hat... Es muss hier sein. Die ganzen... Jede hat... Es ist hier, müsste es sein. Also... Hä? Ohne die Identifikationsnummer der Akte, die ich brauche, finde ich hier nichts. Will der mich veräppeln? Ich hab die Nummer doch. Ist das hier? Ist das 14 gewesen? Nee. Akte 6120057. Samuel Cutter. Da bist du ja, Samuel Cutter. Ich hätte gedacht, die 612 gilt für das Regal davor, da wo er auch reingegangen ist und nicht das dahinter. Das habe ich falsch interpretiert. So, Hoboken Police Department Property. So, was haben wir denn hier? Police Department. Liest er das vor? Samuel Cutter, Anwalt. Am 7. Mai 1933 wegen der Ermordung von 4 Polizeibeamten in Haft genommen. Okay, hier sind seine Fingerabdrücke. Samuel Cutter, Anwalt. Ja, das haben wir ja.
Was steht denn da noch? Vielleicht, was er nicht gesagt hat, er ist Amerikaner, er kommt aus Toronto, ist am 3. Juli 1887 geboren, ist Single und was? Lover? Weiß ich nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Und da, hier, died. Okay, und jetzt umblättern. Ah, okay, die ganze Akte einfach mal durchlesen. Das ist die Zusammenfassung der Gerichtsverhandlung, in der Cutter der Ermordung von 4 Beamten angeklagt war. Urteil: unschuldig aus Mangel an Beweisen. In dieser Stadt hängt deine Unschuld davon ab, wie gut deine Anwälte sind. Cutters Anwälte müssen die besten weit und breit gewesen sein. Ah, interessant, okay, kann ich noch eine Seite umblättern? Jawohl. Ah, das ist was anderes wieder. Arrestreport, okay. Hier haben wir den Bericht über Cutters Haft. Das sieht sehr nach der Handschrift von Malone, dieser Schlange, aus. Wie Moore sagte, wurden nach seiner Verhaftung auch viele andere Mitglieder der Schwarzen Lilie festgenommen, was die Organisation effektiv aufgelöst hat. Der Boss und seine Leute wurden verhaftet. Und dann herrschte Ruhe im Karton. So ein Happy End gibt's sonst nicht mal in Filmen. Patrick Olsons Name ist bei denen, die verhaftet wurden. Das ist doch derselbe Name, den Victoria erwähnt hat, als sie von dem Fall erzählt hat, wo auch Shauns Name aufgetaucht ist. Ach, hier unten, da sehe ich's. Hier Patrick Olson. Ich habe eben schon gesucht, wo der Name stand. J.J. de Sanctis und Arturo Massaresi oder was auch immer das heißen soll. Und F. Art. Jeremy F. Art. Und hier, das ist nicht nur die Handschrift von Malone, das ist auch sein Nachname. Hier steht nämlich Malone. Und steht hier noch irgendwas Interessantes? New York, 33, Doc 87, Toronto, weiß, blaue Augen, Geschlecht männlich. Und das Haar ist auch weiß. Ach so, guck mal an. War der schon älter oder was? 87? Na, so alt jetzt aber auch nicht, dass er schon weiße Haare hätte. Für das Alter? 46, na doch. Naja, wenn du mit 46 schon weiße Haare hast, dann ist aber auch... Oder du bist so geboren worden, natürlich, aber... Das ist ja dann schon seltener, finde ich. Finde ich jetzt. Kann ich noch eine Seite umblättern, oder war's das jetzt? Das scheint es gewesen zu sein. Dann verlasse ich die Akte mal und gucke mal, was er jetzt sagt. Nichts. Wäre auch zu viel erwartet gewesen. Und jetzt habe ich diese Information, dass Malone da dran gearbeitet hat. Das bedeutet, ich gehe mal kurz zu Malone und frage ihn danach. Denke ich mal. Also ich weiß nicht, wenn ich suche mir die Akte nochmal raus. Ich weiß es jetzt nicht, ob das richtig oder falsch war. So, ich guck mal, ob der jetzt immer noch im Verhörraum ist und ob das richtig ist, wenn ich das jetzt tue. Weil er jetzt so gar nichts gesagt hat, aber das kennen wir ja, dass er wenig spricht mit uns. Sehr wortkarg, der Mann. So, jetzt sind wir wieder im Verhörraum. De Niro, willst du nicht endlich mal gestehen? Das ist, glaube ich, alles nicht richtig, ne? Ich guck mal, ob das dahin führt. Warum sollte ich deine Fragen beantworten? Du hast doch nicht etwa daran gedacht, deine eigenen Ermittlungen anzustellen. Das hier ist kein Kriminalroman. Wenn ich nicht... Das hatten wir schon. Ich dachte, da käme vielleicht irgendwas. Ja, der letzte nach Besuch. Ne, wenn wir mit ihm reden, bringt einfach mal gar nichts. Tschüss. Man sieht sich sicher bald, Del Niro. Stellt sich jetzt für mich persönlich gerade nur die Frage, was ich jetzt tun soll. Wir sind in dem Archiv gewesen. Was haben wir denn noch? Wir haben noch die Lochkarte, wir haben das noch. Ich gehe nochmal runter, weil das gerade der neueste Ort ist. Ich muss nochmal die Karte benutzen, deshalb habe ich die auch noch. Ich gehe nochmal rein, vielleicht muss ich ja nochmal irgendwas, ich weiß nicht. Ich gucke mich nochmal da drin um. Sesam, öffne dich. Richtig. Ich guck mich nochmal hier um, ob ich nochmal irgendwas übersehen habe. Ich habe ja hier die Regale nicht durchgesehen und hier hinten, aber das wird wahrscheinlich alles dasselbe sein, ne? Die ganzen Akten über... Jeder hat eine 7... Da hinten ist auch nichts, ne? Das ist hier irgendwie, weil das ein langes Regal ist, noch was anderes ist. Hier vorne war nichts, da ist nur der Feuerlöscher, die Anzeige... Zeitungen. Die New York Voice, um genau zu sein. Sobald die gedruckt ist, kommen ein paar Exemplare hierher, zu Recherchezwecken. War nicht irgendwas mit einer Zeitung? Ich suche nach der Ausgabe vom...
Ach, scheiße, wenn ich das jetzt nur wüsste. Ach, kacke. Ey, wir hatten da irgendwas mit der Zeitung. Jetzt habe ich das schon wieder vergessen. Da müsste ich in den alten Folgen nachgucken, aber das will ich nicht. Deshalb sage ich 1933. Ach, leck mich am Arsch. Wir haben noch das. Nee, warte mal, dann wissen wir, wann war die Festnahme? Och, da muss ich da nochmal reingucken. Das müsste ja dann stehen, ne? Boah, Alter, der... Wie mich doch... Ich mach jetzt einfach mal irgendwas, nein, ist wurscht. Das Datum sagt mir überhaupt nichts. Gut, wenigstens suchen wir nicht wie mit dem Formular an denselben Scheiß raus. Was war denn das für ein Datum? Das weiß ich doch jetzt nicht mehr. Es ist schon wieder ein paar Tage her seit der letzten Aufnahme. Es kann ja nur das Datum sein, was in der... Was in der Akte stand. Ich muss das ja irgendwo nachlesen können. Akte 6120057. Samuel Cutter. Das kann ja jetzt nicht wahr sein. So. 7. März 33 ist er festgenommen worden. Das können wir uns mal merken. 7. März 33 kann ich raussuchen. Ich suche das mal gerade. Einfach, weil das das erste Datum ist, bevor ich jetzt wieder verschiedene Daten durcheinander schmeiße. 7. März 1933. Hoffentlich ist das die Zeitung, die er suchen möchte. Vielleicht steht da ja irgendwas Interessantes drin, auch wenn ich noch nicht weiß, was... Ich suche nach der Ausgabe vom... Vom Jahr 1933, genauer gesagt dem März, und zwar dem 7. Nein, das Datum sagt mir überhaupt nichts. Das ist natürlich blöd. Was blöd ist, ist auch, dass er viel rumläuft. Ich habe aber eine Idee, eine Sekunde. Warte! Akte 6120057. Samuel Cutter. So, ich schreibe mir jetzt mal, ich habe mir hier irgendwie so einen Zettel, aber im Moment habe ich nicht so viel Platz hier. So, ein Stift ist an. Und da gucke ich mal, was haben wir da für Daten? 87 ist ein bisschen viel, der 7. März 33 wollte er einfach mal überhaupt nicht. Ich schreibe ihn mir trotzdem noch einmal auf zur Übersicht. 7. März 1933. Was haben wir denn noch so für Daten? Oh, der 15. Dezember... Dezember 1932, das ist ja schon wieder ein bisschen früher. Da steht auch nochmal in den Akten 24. April, da schreibe ich mal auch nochmal auf. 1932, da haben wir die auch. Was haben wir denn da noch? New York. 3. Juli ist sein Geburtsdatum. 7. März 1933. Ich habe das Gefühl, das ist nicht das richtige Datum, was ich hier suche. Was war denn das? Was sollte ich denn nachgucken? Ich wollte irgendwas in den Akten nachgucken, das hat er mir gesagt. Was vor ein paar Tagen in der Zeitung stand, ne? Oder irgendwie sowas. Wenn ich nämlich... das ist natürlich blöd jetzt. Jetzt weiß ich das nicht mehr. Man kann sich ja nicht alles merken. Schade, jetzt wünschte ich mir gerade doch mal, dass er ein Notizbuch hätte, dass man alte Gespräche nachsehen könnte. Ich mache jetzt nochmal den 15. Dezember 32. Der Dezember 15. Nein. Gut, das wäre auch zu einfach. 24. April 1932. April 24. Nein, das Datum sagt mir überhaupt nichts. Das ist jetzt mehr als blöd. Was wollte ich denn nachgucken? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Warte mal, ich will rekapitulieren das nochmal ganz kurz. Also, wir waren bei dem... im Hafen. Wir haben das Ding von dem Buchladen. Wollten wir da eigentlich noch hin? Ja, ne? Sind wir noch gar nicht. Dann machen wir einfach das. Dann machen wir mit dem Buchladen weiter. Da wollten wir ja auch noch hin, ne? Ich überlege derweil mal so ein bisschen, ob ich das Datum mir noch in Erinnerung rufen kann. Aber mir fällt es einfach jetzt gerade nicht ein. Und raten ist keine Option. Weißt du, wie viele Möglichkeiten es gibt? Wie viele Jahre waren das? 6 Jahre oder was? 12 Monate und jeweils ungefähr 30 Tage? Je nachdem, welchen Monat du erwischt, dann alle Julia, wenn du da alles ausprobieren willst. Ich weiß es wirklich gerade gar nicht mehr, aber theoretisch müssten wir die Informationen auch nochmal irgendwie dann nachfragen können in den Gesprächen, aber da hätte er uns ja jetzt nicht geholfen. Victorias Büro war auch nichts. Oder?
Ich gehe nochmal ganz kurz zu dem Hafenmenschen. Nee, was hat denn der mir erzählt? Lass mich raten. Wir müssen wieder fahren an andere Ende von Stadt. So ungefähr, ja. Warte mal, dann will ich nur mal ganz kurz bei den Docks gucken und ihn fragen, ob er irgendein Datum hatte. Ich will nur mal ganz kurz, nur mal, um auf Nummer sicher zu gehen. Ganz kurz. Es ist blöd, ich kann ihn nicht ein bisschen schneller rennen lassen. Er geht nicht schneller. Ich ärgere mich gerade, weil wir das Datum eigentlich wissen. Ich weiß es nur nicht. Ich bin zu dumm. Hallo. Oh, da bist du schon wieder. Was liegt dir auf dem Herzen? Ich weiß nicht, hat er mir das Datum gesagt? Was weißt du über die Ereignisse der letzten Stunden? Wann hat man dich veranlasst, jetzt mir von den Anliegern hier... Nee, das war es nicht, ne? Erzähl mir. Ich hab nichts Besonderes. Der hat kein Datum, ne? Nee. Danke. Ja, okay, dann fahren wir jetzt einfach mal zu dem Laden. Vielleicht, oder weiß ich noch gar nicht, welche Zeitung ich suche, weil ich noch nicht in dem Buchladen war. Ich weiß es jetzt echt nicht. Oh, das ist blöd. Ah, das sind immer zu viele Daten gewesen manchmal. Also das eine, wie viel eben schon wieder in dem Protokoll standen. Und dann sollst du jetzt das eine wissen. Das finde ich ja so ein bisschen viel verlangt für mein Hirn. Das ist ja der Buchladen. Wir fahren mal hin. Der hat bestimmt mitten in der Nacht offen. Zur 65. Straße auf der Upper East Side. Ganz wie wollen. Ach ja.